Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Borcher See. Heute unter anderem mit dabei unser Hardy. Moin. Der Dragon Sword. Moin. Und unser Olivier. Hallo zusammen. So, meine Wenigkeit muss ich nicht vorstellen, sollte man mittlerweile kennen. Und noch im virtuellen TS dabei unser The Crew Player. Moin. Unser neuester Zugang. Genau. Im Team. So. Startet die Motoren. Yep. Wer ist das im Traktor, im Dresche drin? Das bin ich. So, das heißt, ich schnapp mir gleich schon mal hier die Felder. Na, ich fange bei der 23 an. Jo, läuft. Oh, Alter, diese Schlammlöcher da. Gerade neu gekauft und schon versaut das Ding. Ja. Oh. Ist das nicht immer so? Aber was hältst du denn davon, Roman, wenn wir das nächste Mal bei Feld 23 mal Deko-Bäumchen wegnehmen, ja, den Flug ansetzen und das Ding einfach mal ein bisschen größer machen? Joa, wäre ich dabei. So, Strohablage ist an. So. Und Weizen wird gedröscht. Ach, zuerst einklappen, ja, Bombe. Das große rote Monster. Mhm, genau. Ja, und vor allen Dingen, wir können ja Feld 23 noch geringfügig vergrößern. Nicht nur das. Kleines bisschen, ja. Gucken wir mal, ob die Strohablage an ist. Die ist, wenn du den neu gekauft hast, standardmäßig aktiviert. Na dann mal Attacke. Jo. Alle ernten Weizen. Na ja gut, was haben wir gesagt, ne? Wir brauchen was fürs Silo. Richtig. Ja, und Weizen wird ja dann auch noch für die Bäckerei gebraucht, für Mehl, ne? Richtig. Ach ja, apropos Mehlproduktion, da war ja was. Da können wir ja eigentlich mal, ne? Mhm. Und ein bisschen was vielleicht noch für Mojo? Mhm. Ja, mal gucken. Aber der dürfte noch ein bisschen was haben, oder? So, wir haben was. Zu 54% gefüllt. Oh, so kommt da noch ein bisschen was mit raus. Jo. Wobei, aber dann können wir ruhig wieder voll machen, brauchen wir uns nicht drum kümmern. Erstmal. Jetzt fehlt natürlich noch unser Strohvampir, ne? Richtig. Ja gut, das muss er dann halt, ne? Jo. Hinterher machen. Aber ich denke mal, das ist eine gute Sache für die nächste Folge. Oh, sammeln. Jo, Ballen pressen und zu den anderen dazu stapeln. Ach, Ballenparty. Ja, wieder mal. Hatten wir ja lange nicht. Richtig. Aber zur Ballenparty fehlt das richtige Gefährt. Ja. So was Großes, Rotes. Ja, da muss ich nochmal gucken. Einmal Vorgewände hier. Ja, Röhrchen fährt schon aus. Was? Ist schon Zeit zum Röhrchen ausfahren? Ja. Ach Quatsch, wir sind auch erst bei 60% gewesen. Ja, mein Abfahrer war aber schon da, ne?
Samthängerchen. Hat noch einen Hänger? Ja, er hat einen Hänger. Der Arme. Anhänger. Genau. Oh, ich sehe gerade, unser Kontostand ist ja ganz schön geschrumpft schon wieder. Ja. Ein Monat. Wenn du so viel kaufst. Hallo, ich hab nicht so viel gekauft. War nur ein Dröscher samt Schneidwerk. Richtig. Ah. Ja, aber ein zweiter Dröscher bei die Felder, die wir zurzeit haben, bietet sich schon an. Ja. Haben doch ja. Zeit. Ich wäre voll. Kauf weniger. Ich bin gleich. Oh. Mittagspause. Schulenzeit. Ja, als Chef kann man sich das erlauben mit Mittagspause, ne? Das ist eigentlich schon eher Kaffeepause. Nein, jetzt das stimmt. Aber Chef macht immer Pause. Da hörte ich schon jemanden, wo ist er? Vorbeigefahren. Hä? Ah, kommt da von hinten rein. Ah. Durch die hintere Einfahrt. Ah, der Hintereingang, gut. Hä? Links rum. Ach nö, jetzt passen uns unter. Hm? Kann der überhaupt das laden? Was hat er denn? Mikrofone? Ja. B? Warten, schmeißen wir den mal. Der hier nicht. Nee. Was haben wir denn überhaupt noch? Ein Krampe. Einen großen. Drehschemel. Ja, oh, bitte. Nö. Ah, dann kriegst du, warte. Noch ein Joschken. Ja, aber dann... Kaufen wir den hier? Nö, den brauchen wir noch. Kann. Den brauchen wir für Hackschützel. Und Häckselgut. Da haben wir doch auch. Dafür würde ich sagen, den Krampe weg. Ja. Samt Dolly. Ja. Richtig, wir brauchen eh keiner. Richtig. Wir haben alle eine Allergie auf Drehschemel. Komisch, verstehe ich gar nicht. Weiß ja nicht unser Crewplayer, ob er Drehschemel fahren kann? Oder will, oder mal. Soll das Witz sein? Okay, die Antwort ist eindeutig. Hashtag Drehschemel. Ja. Ja, darf jetzt hat unser Yoga-Bär Pech gehabt. Jetzt können wir nicht ziehen. Warte mal, bis wann haben wir jetzt geplant?
So. Ah, da höre ich schon wieder jemanden. Ah, schon besser. Aussteigen wollte ich jetzt nicht beim Fahren. Nicht? Och, geht doch. Einer hat mit Geiber oder was? was machen wir da als nächstes hier drauf? Kollektiv rocken? Jo. Können wir machen. Weil dann haben wir nämlich mal, ja, doch, Roggen wäre nicht schlecht. Bringt auch Stroh, aber dann haben wir mal ein bisschen was fürs Schiff vielleicht. Ja. Fürs Boot fahren. Jo, dann können wir eine ganze Folge lang wieder Boot fahren. Oder im Livestream. Komm, du fährst doch gerne Schiff. Ich muss halt bloß noch einen anderen Namen kriegen, die Schiffe. Da, dieser blöde Dekobaum, der versperrt ihnen immer die Sicht. Ja, da müssen wir da mal beigehen. Sind übrigens gleich wieder ein paar Hackschnitzel. Ja, eben. Wobei Hackschnitzel haben wir immer noch so viele, bin ich der Meinung. Die Frage, wie viele Felder schaffen wir? Also die erste Hälfte von 23 habe ich schon runter. Bin jetzt auf der zweiten Hälfte. Okay. Schon. Ah, schaffe ich es noch rum? Schaffe ich es noch rum? Ich fahre schon mal das Röhrchen aus. Ach so, willst du rückwärts fahren? Versuch es mal, ja. Was haben wir gesagt? Die 15, dann unten die 12, die 1 und nehmen dann 9. Ja, und die 19 wäre dann noch. 19. Okay, dann nehme ich an, gehst du gleich auf die 19 wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, dann bietet mache ich sich da an. Dann mache ich unter dem Festplatz die. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die 1 machen, ob wir die zu zweit eben rüberflitzen. Wobei, da reicht eigentlich einer. Ja. Oder haben wir noch ein anderes Feld irgendwo, wo wir was drauf haben? An Getreide? Keine Ahnung. Was in die Portokasse momentan noch reinpasst? Ich glaube, vom Preis her haben wir nicht ein Feld mehr, was in die Portokasse passt. Nö. Gut, aber wir hätten ja noch einen Zug, soweit ich das weiß, ne? Ja. Ich glaube, das heißt nicht. Keins von den kleinen Feldern da oben, 1 bis 8 irgendwo? Ja, das kommt auch sein. Könnte vielleicht passen, warum ja auch nicht. 71.000 ein.
Rüssel. Ja, Rüssel kommt. Ist Benjamin hier drauf oder was? Wegen Rüssel? Ja. Ja. Aber erstmal küppen wir den Weizen komplett auf Lager, ne? Jo, alles auf Lager. Für schlechte Zeiten. Jo. Adi, ich fahr jetzt geradeaus weiter. Oh, hab ich gemerkt. Das fällt jetzt auch gleich leer hier. Ja, Feld 23 ist auch der abgefrühstückt. Sehr gut. Irgendwie habe ich schon wieder so ein kleines Hüngerchen. Mhm. Jo, wenn du Hüngerchen hast, musst du was essen. Tor, ich glaube, muss ich was bestellen. Jo, hast du nie noch Möhrchen? Ne, Möhrchen habe ich nicht. Fast.
Ach, bei uns gab es heute Kassler. Auch nicht schlecht. Ich sage ja, für einen alleine ist das immer so eine Geschichte. Oh. So ein schönes, großes Stück Kassler ist immer was Feines. Gut, dann wandere ich jetzt weiter zum nächsten Feld. Ja, ich rüssel bloß noch kurz ab. Und auf zur 19. Ich fahre zur Namenlosen. Ah ja. Du räuberst einfach auf anderen Feldern, die keine richtig Nummer haben. Richtig. Oh, mal gucken, ob ich die Abkürzung finde hier zur 19. Dann machen wir das hier auch noch. Ah, no. Na, wieso will er nicht? Ah, jetzt. Die 19 ist ja wieder so bescheiden schön. Ach, endlich. Attacke. Jetzt kommt Dinkel. Ah, Dinkel, okay. Jo, jetzt dinkeln wir mal eine Runde. Ich habe
Ah, guck mal hier, ich hab Gerste. Oh. Stimmt, wir hatten, glaube ich, überall was anderes so halbwegs drauf, ne? Richtig, wir haben auch so ein bisschen Abwechslung drauf gebracht auf die Felder. Ja, macht nix. Gut, ich sag mal, wir haben ja noch ein bisschen Platz im Lager, also von daher. Jo. Von daher sollte es uns nicht stören. Nee, definitiv nicht. Aber ich frage mich gerade bei Feld 19, wie hat er das da mit die Feldgrenzen gemacht? Tja, da müsstest du wahrscheinlich im GE gucken. Wahrscheinlich sind die Feldgrenzen größer als, keine Ahnung, als das eigentliche Feld. So sein, weil hier auf der Nachbarwiese im Endeffekt Feld 20 ist auch ein bisschen Ding lang gesät. Jo. Das sind so richtig schöne Kurven hier auf dem Feld. Ja. Buddy, mach hin, schnell, schnell. Ja, ich bin ja schon da. Weil hier ist jetzt momentan die einzigste Möglichkeit zum Abtanken. Einmal bereit zum Abrüsten. Ja. Das ist der Gegenuhr, Tiger Sinn. Fahr ich gleich wieder. Ja, da wird noch gerüsselt, ja, sehr gut. So, war's da schon wieder? Ja. Hey, ja, 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 ja. Adi, wir nehmen mal gleich das bisschen Dinkel von da drüben noch gleich mit. Ja. Erstmal eben noch schnell hier die Bahn zu Ende.
So, aber apropos Ende. So, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ja. Heiliger Bimbam. Definitiv. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.